Hallo, ich bin Norman Ohler und das ist Hingehört. Hallo Norman, was machst du hier? Das habe ich mich auch schon gefragt, aber ich glaube, ich nehme das Hörbuch auf meines neuen Titels Der stärkste Stoff. Der totale Rausch war ein Weltbestseller. Worum geht's in deinem neuen Hörbuch? Das ist im Grunde eine Fortsetzung von Der totale Rausch. Wieder geht es um wie Drogen die allgemeine Geschichte beeinflusst haben. Und es fängt an, da wo der totale Rausch aufhörte, nämlich 1945, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging und dann die Amerikaner versucht haben, ein ganz neues Drogenregime auf der Welt zu etablieren. Das untersuche ich. Was ist für dich die erstaunlichste Erkenntnis? LSD war, als es von der Schweizer Firma Sando entwickelt wurde, ein sehr erfolgversprechendes Medikament. Und die ersten Versuche mit Leuten, die psychische Probleme hatten, verliefen sehr gut. Und dann ist LSD quasi auf Abwege gekommen. Und ich bin der Frage nachgegangen, warum ist es nicht in den Apotheken gelandet, sondern auf dem Schwarzmarkt? Wie kommt es, dass du dich auf dieses Thema spezialisiert hast? Historiker beschäftigen sich nicht mit Drogen. Ich bin zwar kein Historiker, aber ich habe durch die Arbeit am totalen Rausch erfahren, dass Drogen eben doch eine starke Rolle spielen für die Geschichtsschreibung. Und da sich diesem Thema sonst niemand annimmt, tue ich das eben. Was hast du beim Einlesen im Hörbuchstudio selbst für neue Erkenntnisse gewonnen? Ich habe tatsächlich beim Einlesen gemerkt, dass ich am Ende des Buches etwas zu viel gekürzt habe. Es geht dann nämlich um eine persönliche Geschichte im Epilog, um meine Eltern. Und da habe ich beim Lektorat zu viel rausgenommen. Und als ich das dann vorlas, merkte ich, dass da etwas fehlt und habe es deswegen wieder in das Buch hineingenommen und dann im Nachhinein auch nochmal eingesprochen. Von daher war das Einlesen in dem Falle äußerst wichtig und hatte sogar einen Einfluss auf das letztendliche Printbuch. Was müsste aus deiner Sicht politisch passieren, um Drogen zu entkriminalisieren? Na, zunächst brauchen wir einen gesellschaftlichen Diskurs. Das Niveau, auf dem über Drogen geredet wird, ist nicht sonderlich hoch. Und das liegt unter anderem daran, dass Drogen so lange tabuisiert waren, dass wir eigentlich die Geschichte gar nicht kennen, dass wir gar nicht wissen, wo kommen einzelne Substanzen her, für was waren die zunächst gedacht. Und da hilft vielleicht das Buch Der stärkste Stoff und betreibt so ein bisschen Aufklärung.